Moin Leute und herzlich willkommen bei den Teenagers vom Mars und zu einem weiteren Flug Simulator Video. Der Simon ist natürlich auch dabei. Der sitzt hier unten so schön in seinem kleinen Autochen. Aber da reden wir nicht drüber, haben wir besprochen, weil die Mod absolut Schrott ist. Ihr seht schon, wir sind hier an einem besonderen Platz, dem Kennedy Space Center. Wir werden nämlich heute eine besondere Mod rausholen und ein ALT machen. Was das ist, werdet ihr natürlich nach dem Intro erfahren. Los geht's. Wir sitzen zusammen in der 747, dafür nutzen wir wieder die Software Your Controls, ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Es ist diesmal aber keine standardmäßige 747, sondern eine 747, die umgebaut wurde für ein ALT, Approach and Landing Test für Space Shuttle. Das haben wir nämlich geladen. Wie ihr sehen könnt, ist das hier hinten drauf. Da hinten irgendwo waren wir gerade und haben euch das Museum vom Kennedy Space Center gezeigt. Und jetzt stehen wir hier auf der Landebahn, wo früher die 747 das Space Shuttle gelandet hat. Deswegen ist es gerade nicht so richtig. Wir starten jetzt von hier, aber wir wollten euch natürlich diese schöne Mod auch präsentieren. Das Kennedy Space Center, die ganze Umgebung, gibt es nämlich eine Mod, die haben wir euch auch unten reingepackt. Da kann man nämlich die Gebäude, da hinten sind die Startabschussrampen für die Raketen und natürlich auch für Space Shuttle. Und ein Approach and Landing Test war damals, dass das Space Shuttle von der 747 abgeschossen wurde. Und dann wurde der Anflug und die Landung getestet. Ja, und das simulieren wir heute. Und deswegen müssen wir auch zu zweit im Flugzeug sitzen. Denn der Simon wird fliegen. Juhu. Gott bewahre. Ich bin Experte im Fliegen. Werd hier das NASA-Display gleich bedienen. Da gibt es nämlich ein paar Werte, die wir einhalten müssen, damit wir das Ding überhaupt loswerden. Und ja, ich würde sagen, Simon, ja? Schubregel nach vorne. Okay. Ich vertraue dir. Wir geben Gas. Sehr schön. Schön wieder mit dir im Cockpit zu sitzen, Simon. Ja, wünsche ich dir auch. Danke, meine ich natürlich. Wenn ihr unser erstes Zusammenfliegen verpasst habt, das war auch mit der 747 und absolut chaotisch, aber... Wir sind gelandet. Ey, also, hallo. Spoiler. Schaut gerne hier oben nach, ne? Ich pack's euch in die Videobeschreibung. Auch. Ja, das Ding ist recht schwer, ne? Wir haben hier das Space Shuttle draufgeladen. Ich gehe mal von... Ja, danke, wow. Sympathisch. Jetzt fragt ihr euch, ey, warum sieht man denn da bei dem Space Shuttle gar nicht die Triebwerke? Die haben damals mehrere Tests gemacht, unter anderem auch mit einer Verhüllung der Triebwerke noch, weil die das teuerste an diesem Flugzeug oder Space Shuttle. Deswegen sind die hier verhüllt und ja, für den Test braucht man die ja nicht unbedingt, weil wir wollen ja nur landen in den Gleitflug rein und genau... Ey, wir sind schon in der Luft, Simon. Absolut. Dann mache ich mal das Gerät an. Mach mal an. Ich stell's auf On. Kann ich da aussehen? Guck grad zu dir rüber. Du kannst nicht existent, aber ich guck grad zu dir rüber. Genau. Also, unser erstes Ziel ist, erstmal über 500 Fuß zu kommen. 5000 Fuß. Entschuldigung. Okay, warte mal. Ich guck mal, wo ich das hier sehe. Ah, wir sind gerade bei 2100. Müssen wir in irgendeine Richtung fliegen oder müssen wir jetzt zurück dahin? Nö, alles gut. Was ist der Plan? Alles gut. Flieg erstmal, versuche erstmal die Werte einzuhalten. Ja, okay. Zwei Werte haben wir schon erreicht. Das ist einmal TAS und Bank. Ich kann dann direkt mal erklären, was ist überhaupt TAS? Das ist der True Airspeed. Der unterscheidet sich vom GS. Nein, Simon, nicht was du denkst. Ach nee, das heißt der GV. Ground Speed. GS ist der Ground Speed. Und ja, der TAS, True Airspeed, der rechnet sich aus der Luftdichte und der Geschwindigkeit des Flugzeugs recht kompliziert. Könnt ihr gerne mal googeln und euch mal ein bisschen erlesen, belesen, sagt man. Wir sind bei 6000. Ja, bleibt mal ruhig bei so 6000, ist nicht schlecht. Okay. Wichtig ist, dass wir den TAS auch nicht überschreiten. Man sieht ihn hier im rechten Display, Simon. Ja. Du bist gerade beim TAS von 330 Knoten. Ach, bei dir ist es das linke Display. Ja, bei mir habe ich eine andere Zahl. Und zwar? 330 jetzt erst, der ist aber jetzt hochgegangen. Oh, also okay. Jetzt 330. Du musst auf jeden Fall langsamer werden. Okay, dann nehme ich mal ein bisschen Speed raus. Ja, bitte. Momentan ist der TAS gegenüber dem Groundspeed recht gleich. Also wir sind momentan auf einer Höhe, wo die Luftdichte nicht so, ja, wie sagt man dann? Niedrig ist. Niedrig ist, genau. Ich weiß es nicht. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. Oh, du bist zu schnell. Ja, ich weiß. Bitte. Ich wollte ein bisschen runtergehen eigentlich. Aber... Ja, ist doch gut, bleib mal auf der Höhe. Wir haben den Pitch auch eingestellt schon. Also zwischen 5 und 3 Grad Pitch brauchen wir nachher.
um das Ding loszuwerden. Und ihr denkt euch hier gerade, was ist das für ein Kasten? Das sieht ja aus, als ob der eine Bombe zündet. Und das tun wir tatsächlich auch. Das Space Shuttle ist an diesem Gestell festgemacht und man löst es mit Sprengsätzen. 7 Stück waren damals verbaut und die wurden gleichzeitig gezündet. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, wir explodieren mit. Ja, jetzt wird es schwierig, den TAS einzuhalten, Simon. Du musst extrem viel langsamer werden. Ja, aber wie langsam denn muss ich denn werden? 150 Knoten langsamer. Schön mal runtergehen. Weißt du eigentlich, wann dieses Space Shuttle benutzt wurde? Nee. Oder wann es getestet wurde? Nö. 1977er Jahren. Echt? Sind diese ersten Tests durchgeführt worden. Ja, krass. Und der letzte Test war wirklich, das Ding hier abzuschießen, ja, und zu landen, ne? Also ich hatte die Engine ganz aus und wir werden trotzdem nicht langsamer. Dann kannst du ein Stück hochfliegen einfach. Bisschen die Nase in den Himmel, dann werden wir langsamer. Ja, oh, der geht runter. Ja, ja, ich sehe schon. Okay, super. Ich kontrolliere hier nochmal. Ja, jetzt der Pitch natürlich zu hoch, aber ist egal. Wir müssen erstmal den TAS einhalten. Das ist am wichtigsten. Den True Airspeed. Nase nochmal ein bisschen hoch, ruhig. Nase hoch, so wie ihr auch durchs Leben geht. Richtig, richtig. 250? Wir müssen zwischen 230 und 280 Knoten kommen. Okay, wir sind jetzt... Also 250 wäre ideal. Ja, wir sind jetzt bei 274 gerade. Okay, bei mir, wir müssen wahrscheinlich meine Anzeige nehmen. Ja, was haben wir bei dir? Wir sind gerade bei 299. Also oh, du gehst gerade wieder mit der Nase runter, das heißt, wir werden wieder schneller. Nee. Ah, jetzt geht's wieder runter. Gut. Also sag, wenn wir so weit sind. Ja, ja, klar, 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 klar. Okay, ich kontrolliere hier. Ich bin ja der Co-Pilot, auch wenn ich hier auf der Pilotenseite sitze. Aber man kann das Gerät leider nicht rüberbauen, was vielleicht sinniger wäre, wenn der Co-Pilot das übernimmt. Ja, aber okay. Weißt du, was ich nochmal machen wollte? Ich wollte nicht mal Schraube? Hier im Flugzeug. Nein, keine Schraube, bitte. Okay. Ich wollte mich eigentlich hier umsehen, aber ich komme hier nicht raus. Ah, du wolltest nach hinten laufen. Aber ich kann die Tür nicht öffnen. Ja, die ist abgeschlossen. Ich hab Schlüssel versteckt. Warte mal, ich gehe mal in den Schaukasten. Also die 747 ist von innen leer, was hier damals auch war. Also da haben die alles rausgebaut natürlich, ja, um Gewicht zu sparen. Wollte ich gerade sagen, die mussten ja Gewicht sparen. Aber das Space Shuttle, man sieht es unter der Abdeckung, sind die Triebwerke zu sehen. Ah ja, innen drin ist aber auch leer. Leer, Wir haben schon mal geguckt, ob es eine geile Mod gibt für einen Space Shuttle. Wenn ihr da irgendwas habt, haut's gerne in die Kommentare oder bei uns auf dem Discord. Wir haben da noch nicht wirklich was gefunden. Philipp, ich glaube, wir könnten soweit sein. Oh Gott, ich komme nicht zurück, Simon. Nein. Nein. Wir sind bei einem... Nee, wir sind zu langsam. 225, obwohl, nee, das müsste ja passen. Nee, 230 brauchen wir. Wir sind zu langsam, Simon. Du kannst ein bisschen mit Gefühl. Ja, oh, das sah gut aus. Supergeil. Boah, ich liebe es, zu zweit zu fliegen. So. Das wäre so cool, wenn hier auch jemand sitzen würde. Ja, das wäre geil. Okay, wir sind aber unter 5000 Fuß. Mann. Mann. So, jetzt. Ja, so ist gut, so ist gut. So, jetzt haben wir die Höhe. Wir haben den TAS. Wir haben die Bank. Also wir fliegen gerade. Und wir müssen den Pitch noch. Du musst noch die Nase ein bisschen runterdrücken. Ich arm die Konsole schon mal, die ist so? Geladen. Ja, ein bisschen runter, glaube ich, noch. Leicht überm Horizont. Ja, bin ich? Ja, 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 ja. Ja, ja. Okay, ich kann's abschießen. Ja. Es fliegt! Wohin? Ich weiß nicht. Scheiße, da sitzt gar keiner drin. Ach, haben vergessen, scheiße. Und sie ist weg. Das ist leider der Schade an dieser Mod. Man kann's nur simulieren. Danach ist das Modell, ja, verschwunden. Wir fliegen jetzt ohne das Modell. Alter, das ist direkt viel leichter. Beziehungsweise ohne das Space Shuttle. Und ja, wir müssten auch leichter sein. Was machst du? Okay, man sieht hier, wir haben 0 Kilogramm auf unserem Ladelast. Deswegen können wir jetzt auch wieder Manöver fliegen. Ups. Leute, drückt mir den Daumen, dass ich das hier überlebe. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, schaut gerne auf dem Discord vorbei. Schaut gerne an anderen YouTube-Videos vorbei. Wir haben schon sehr viel im Flugsimulator erlebt. Erlebt, muss man sagen. Ja. Danke fürs Zusehen. Wie gesagt, alle Mods, die wir hier drin haben, Kennedy Space Center, die ganzen Gebäude, die Mod hier, die 747-100, SCA, Space Shuttle Carrier Aircraft und...
Ja, meinetwegen packen wir auch noch das Auto mit rein. Absolut, das ist sehenswert. Fahrt damit nicht rum. Ach, das nicht. Absolut nicht. So, Simon, ja? Richtung Boden jetzt bitte, ne? Richtung Boden. Ich will noch eine Landung sehen. Nein, nicht so! Ach so, ja, sorry. Ich dachte, du wolltest... Ja, okay. Aber man muss das auch nochmal festhalten. Wir haben sehr gut miteinander. Absolut, wir sind richtige gute Klopiloten. Oh, ich find's schön, hier aus dem Cockpit einfach schön. Warte, ich lande. Meinst du, du landest das Ding noch? Ja, ja. Soll ich mal nach dem Flughafen für uns gucken? Ja, der ist hier direkt. Ich mach gerade eine Drehung. Ah ja. Fleckler Executive. Ich weiß nicht, ob wir da landen können, aber ja. Warum piept's hier? Weiß ich auch nicht. Was soll das? Was piept denn hier? Mach mal den Pieper aus da. Geradeaus. Straight geradeaus. Habe ich jetzt meine Füße raus? Ja, du hast die Räder draußen. Fahrwerk ist draußen. Okay, dann lande ich. Wir sind sehr, sehr schnell. 170 Knoten, obwohl, ja, 150 Knoten wäre, glaube ich, gut für die 747. Wir sind auf 600 Fuß. Ist ein bisschen hoch, ne? Nee, alles, ja. Alles gut, so wie du fliegst, ist eigentlich optimal. Wir müssen nur ein bisschen rüber noch. Bisschen nach links und dann nachher die Nase nach rechts. Mhm. Ich nehme nochmal die Airbrake rein. Ja. Ja. Schön. Eigentlich gut. Bisschen links, Seitenruder. Oh, sind wir schon gelandet? Wir sind schon gelandet, ja. Links, Seitenruder. Bremsen auf X. Ja, drücke ich schon. Gegenschub. Kann ich nicht. Du weißt, ich fliege mit dem Controller, ne? Es wird knapp. Komm schon. Winkelschub wäre halt wichtig, ne? Schaffen wir noch. Ja, warum gibt's mit dem Controller keinen Umkehrschub? Das ist jawohl! Doch Schmutz. Ja, gelandet! Easy. Also, ja. Geparkt! Wir sollten die hier abstellen. Haben die uns gesagt? Ja. Meinst du, das Space Shuttle kommt auch noch nachgeflogen? Ich hab das noch drauf, oben drauf. Ach so, bei dir ist noch drauf? Ah, hier ist direkt auch ein Friedhof nebenan. Das ist ja schön. Wunderbar, Leute. Ihr seht mich dann auch im Friedhof, ne? Die Oma grüßen. Ui. Wow. Traurige Geschichte. Wow.